Herr Spielmann, wo stehen wir bei der Digitalisierung der Spitäler, der Krankenhäuser? In der ersten Phase hat sie relativ wenig gebracht, im Sinne, dass die Patienten vernachlässigt wurden zu Lasten Computerarbeit. Die Pflegenden sitzen in Büros, beschäftigen sich mit PCs anstelle mit den Patienten, die Ärzte dasselbe. Und in einer nächsten Phase müssen wir unbedingt diese beiden Berufsgruppen wieder näher zum Patienten bringen oder zur Patientin, im Sinne, dass diese Personen die richtigen Daten zur richtigen Zeit, die sie jetzt gebrauchen, zur Verfügung haben, auf einer, zwei Seiten und nicht irgendwo auf 20 oder 30. Welche Botschaften nehmen Sie vor diesem Hintergrund aus den USA von der HIMSS 19 mit? Die Amerikaner sind etwas bodenständiger geworden. Sie haben gemerkt, dass sie nicht mehr die Größten sind. Sie haben auch gemerkt, dass ihre Gesundheitskosten ihnen auch davonlaufen. Und obwohl eine neue Administration da ist, die eigentlich die Obamacare wieder abschaffen will oder wollte, haben sie herausgefunden, sie müssen die Privaten wie auch der Staat zusammenarbeiten, ähnlich wie das Europa macht. Und ich denke, das ist ein guter Trend, weil wenn auch die USA, Südamerika ist schon ähnlich aufgebaut und Europa die Probleme alle ähnlich lösen, dann können wir voneinander profitieren, rechts und links des Atlantiks. Haben Sie konkrete Vorschläge für eine Vorgehensweise bei dieser Zusammenarbeit, in welcher Form auch immer? Ja, wichtig ist, dass wir vor allem multinationale Unternehmen haben, die in allen Regionen tätig sind und eigentlich aus diesen Regionen die guten Aspekte rauspflücken können und dann das versuchen zusammenzubringen. Das heißt, Beispiel Philips ist ja hier, Siemens Healthcare ist hier, europäische Unternehmen, die tauschen sich mit den Amerikanern aus und ich denke, so kann man neue Produkte oder auch neue Startups, die hier sind, in diese Organisationen reinbringen, sodass wir eben, wie schon gesagt, gegenseitig voneinander profitieren können.